Einen schönen guten Tag, liebe Leute, der Vex hier und willkommen zu einem neuen Vorstellvideo. Und zwar, bevor es losgeht, wer von euch sich immer schon mal die Frage gestellt hat, wer eigentlich der erste Let's Player war, den ich jemals gesehen habe, der kommt hier auf die Antwort. Denn es war genau dieser hier. Waldes348 war der erste Let's Player, den ich jemals gesehen habe. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ja, so vor rund 2 Jahren war ich halt mal so auf YouTube, ne? Und hab nach Counter-Strike Source gesucht. Und dann habe ich dieses Video hier gefunden. Let's Play Together Counter-Strike Source Part 1. Damals wusste ich noch nicht, was Let's Play Together bedeuten soll. Auch wenn ich es auf Deutsch übersetzt habe. Und nun ja. Das war ein Together mit ihm und seinem Freund Spinatpizza und einer Person, dessen Namen nicht genannt wurde. Aber sie waren auf jeden Fall zu dritt und ich fand es einfach ziemlich cool, dass da so drei Personen sind, ja, die eben ein Spiel spielen und nebenher kommentieren. Fand ich ziemlich geil, besonders wie er immer ausgerastet ist, fand ich auch geil. Ja, aber jetzt kommen wir einfach mal zu ihm. Er Let's Play seit, ja, fast 4 Jahren jetzt, also im Oktober sind es 4 Jahre oder 3,5, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hat er am 22. Oktober 2008 mit dem Let's Play angefangen. Ja, Leute, ihr habt richtig gehört. Meiner Information, beziehungsweise meiner Information nach, ist er der erste deutsche Let's Player gewesen. Denn die ganzen anderen. Nein, es war nicht Gronkh. Leute, tut mir leid, euch das sagen zu müssen. Aber Gronkh war nicht der erste deutsche Let's Player. Nein. Nein. Nein, er war es nicht. Nein, ernsthaft. Soweit ich weiß, haben alle anderen Let's Player erst im August oder im April 2009 angefangen und er eben im Oktober 2008. Und ja, bis heute Let's Play er, das finde ich, das ist eine scheiß starke Leistung hier, das ist einfach eine affengeile Leistung, dass man so lange, nach so langer Zeit immer noch Lust hat zu Let's Playen. Da merkt man einfach, dass er voll dabei ist. Ja, auch ihr seht zwar hier Beitritt 27.02.2010. Das liegt daran, dass das sein mittlerweile zweiter Account ist. Sein erster wurde gelöscht. Ja, er hat seinen ersten gelöscht und das hatte zum größten Teil mit den Flamern zu tun. So kann ich mich auf jeden Fall noch daran erinnern. Ich weiß noch, welches sein erstes Video war, bevor er seinen Kanal gelöscht hat. Es war Bioshock. Es war der erste Teil von Bioshock. Mit dem ersten Part. Ich habe mich so auf den zweiten Teil gefreut. Aber der kam nie. Egal. Kommen wir mal zu seinen Projekten. Er Let's Playt fast ausschließlich Rollenspiele. Es sind aber auch zwei oder drei Shooter dabei, unter anderem Serious Sam Second, Counter-Strike Source, Prey und Serious Sam 2. Ja, auch noch dabei. Oh Gott. Mal schauen, wie ich das noch hinbekomme. Ich bin ja so richtig schlecht darin, andere Let's Player vorzustellen. Also es ist für jeden was dabei, der auf Shooter und auf Rollenspiele steht. Besonders wer auf Rollenspiele steht. Ein Hack and Slay gab es auch. Und zwar Darksiders. Ein saugeiles Hack and Slay. Habe ich zwar nie durchgespielt, aber dafür sind das Play angeschaut. Um mal seinen Kommentarstil so ein bisschen zu beschreiben. Also in Spielen erklärt er auch gerne was über Spiele. Weil ich glaube, er hat bisher noch kein Blindspiel gespielt. Auf jeden Fall erklärt er gerne was über Spiele, die er schon gespielt hat. Er versetzt sich in die Person und oh Gott. Naja, ich höre es lieber auf, bevor ich irgendeinen Mist erkläre, weil ich bin nicht. Ja, ihr wisst ja, wie gut ich darin bin, andere Kommentarstile zu erklären. Auf jeden Fall, er ist ein Let's Player der ruhigen Art. Ja, der ruhigen Art. Und das gefällt mir. Ich mag das bei der ruhigen Art. Nicht nur, weil ich auch einer bin. Er reißt hin und wieder mal Witze. Und das ist auch gut so. Denn er hat extra über all seine Jahre 3 Spruchvideos gemacht. Und da werde ich jetzt einfach mal kurz was ablaufen lassen. Wisst ihr was? Ich hasse diese kleinen Mistkäfer. Die anzugreifen, das ist genauso, als wenn ich mit einem Schneebesen versuchen würde, Fliegen zu töten. Nachts. Draußen, ohne Hose. Braucht ihr etwas? Wo habt ihr die Milch aufgetrieben? Wo habt ihr die Milch? Das ist eine gute Frage. Es herrscht Quarantäne.
und ich habe keine Kühe gesehen. Ich habe auf dem Land gelebt und hab so meine Quellen. Solange die Milch nicht von dir selbst lebt kommt. Wohl. Hexa-Antius. Hexa-Antivirus. Oh Mist, das war ja Schleichwerbung. Schneidet das raus. Was, das habt ihr niemals Spirone? Gehört. Unverzüglich. Bis zum aktuellen merkt man wirklich, dass sie offener wird, dass sie sicherer wird in dem, was sie macht. Sie hat auch schon 34 Abonnenten in einer Woche. Stört unser Festessen nicht! Mein Körper ist ein Tempel! Dein Körper ist ein Fetttempel! Eine einzige Schwarte! Muttergöttin, beschützt! Immerlicht ist voll von fetten Touristen. Danke, Meister, vielen Dank! Bitte, so. Ihr da hinten nervt mich, ihr seid glücklich und da ist ein Mann. Ja, okay. Okay, ja Leute. Das war's im Prinzip auch schon mit dem Vorstellvideo. Ich hoffe, ihr habt so einen kleinen Eindruck davon bekommen, wie ihr Let's Played. Wie sein Kommentar sie so ist. Ich finde die Videos hier einfach nur geil. Ein Fetttempel. Ja, momentan macht er Let's Play zu The Eye of the Dragon. Zu. Ein Together zu Icewind Dale. Und ja, vor kurzem hat er erst Darksiders gemacht. Was heißt vor kurzem? Vor einem Monat. The Witcher 2 ist momentan auch noch am Laufen. Aber dazu kommt nichts mehr. Also momentan kommt da nichts mehr. Weil in. Ja, in The Witcher 2 steckt er einfach wirklich seine ganze Power rein. Ja. Aber das war's fürs erste Mal mit diesem Vorstellvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Kanal-Link ist in der Beschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.